Das erste Abenteuer des Esels Cäsar und des Bauern Franz. Die Zeit ist wie in Windeseile vergangen, seitdem Franz Cäsar aufgefunden hat. Die Ernte war eingebracht und Franz musste davon einen Großteil wie jedes Jahr auf den Bauernmarkt nach Manresa bringen, um diese dort zu verkaufen. Diesmal war es natürlich anders, denn Cäsar konnte nicht alleine auf dem Hof bleiben. Als Franz Cäsar aus seinem Gehege holen wollte, war Cäsar sehr störrisch und aufgeregt, denn auch er merkte, dass es diesmal anders ist als sonst. Franz hatte große Mühe, Cäsar aus dem Gehege zu locken, und er ließ sich auch nicht hinausziehen. Mit Engelsgeduld konnte Franz Cäsar doch dazu bewegen, das Gehege schlussendlich zu verlassen und den Weg nach Manresa mit ihm anzutreten. Er band Cäsar an die große Handkarre, die mit Gemüsesorten voll geladen war. Cäsar war nicht sehr angetan, doch er ließ es sich über sich ergehen. Es dauerte etwas länger als sonst, die Wegstrecke hinter sich zu lassen, das lag an Cäsars Neugier. Hin und wieder blieb er einfach störrisch stehen und schaute sich die unbekannte Umgebung an. Franz hatte es aber eilig, da er pünktlich bei der Eröffnung des Marktes sein musste, um seine Waren dort anbieten zu können. Schließlich trafen Franz und Cäsar noch rechtzeitig auf dem wunderschönen und großflächigen Markt von Manresa an. Cäsar war sehr unruhig, da er noch nie so viele Menschen, Tiere und Geräusche um sich hatte. Franz musste Cäsar des Öfteren beruhigen. Nachdem Franz seine Verkäufe und Einkäufe getätigt hatte und die Heimreise kurz bevorstand, geschah das Unglaubliche. Cäsar sah ein großes Zelt, in dem sich allerlei Tiere in Käfigen befanden. Er blieb abrupt stehen. Franz konnte Cäsar nicht zum Weitergehen bewegen. Als Cäsar dann noch ein Tier sah, das am Boden lag, ein bräunliches Fell hatte und eine Wölbung auf dem Rücken hatte, war Cäsar nicht mehr von der Stelle zu bewegen. Cäsar schaute auf seinen Rücken und schaute wieder zu dem besagten Tier, und dann schaute er mit großen Augen und gespitzten Ohren Franz an. Franz flüsterte Cäsar ins Ohr und sagte ihm: »Das ist ein Kamel, und es kommt aus Afrika, und deine Vorfahren sind auch von dort.« Cäsar schaute wie hypnotisiert weiterhin auf das Kamel. Auf einmal näherte sich ein Mann im weißen Gewand dem Kamel. Der Mann schien ihm Futter zu bringen und rief: »Maurice, steh auf, es gibt Essen.« Das Kamel erhob sich und fraß dem Mann aus der Hand. Da war es um Cäsar geschehen. Er galoppierte direkt auf das Kamel zu. Franz befürchtete etwas Schlimmes und rannte so schnell er konnte mit seiner Schubkarre voller Vorräte zum Ort des Geschehens. Der Mann im weißen Gewand war ersichtlich erschrocken über das blitzartige Auftauchen von Cäsar. Cäsar stand direkt vor dem Kamel und blickte es an, und das Kamel blieb sehr ruhig und zurückhaltend. Als Cäsar seinen Kopf hin und her bewegte, tat dies Maurice ebenso. Es schien so, als ob sich beide unterhalten und verstehen würden. Sie liefen einander umher, als würden sie miteinander spielen. Als Franz am Ort des Geschehens eintraf, war er sichtlich erleichtert. Er stellte sich dem Mann im weißen Gewand mit Namen vor. Der Mann erwiderte ihn und stellte sich ebenso vor. Sein Name war Mo und er war aus Marokko gebürtig, aus der Stadt Saale. Er war ein Schausteller, der einige exotische Tiere für Zirkusauftritte bereitstellte. Als sich beide umsahen, standen Cäsar der Esel und Maurice das Kamel an der Tränke und tranken gemeinsam daraus. Mo und Franz nahmen jeweils ihr Tier an sich und verabschiedeten sich voneinander und versprachen sich, im kommenden Jahr wieder an Ort und Stelle zu treffen. Und so wurde Jahr für Jahr der Marktplatz ein freudiges Treffen von Mo dem Schausteller, Maurice dem Kamel, Cäsar dem Esel und Franz dem Bauern. Dieses Video ist meinem Freund Mo gewidmet, meiner Mutter Pilar und Großmutter Rosario, die in der Stadt Manresa lebten. Danke, dass ihr euch mein Video angesehen habt. Demnächst stehen weitere Erzählungen an.